Moin, hier ist Chris, Victoria Paterspiele. Ja, wir haben Sonntagmorgen. Wir gucken zurück auf die Woche, trinken ein Stückchen Kaffee und wenn ich hier so rüber gucke, war es eine gute Woche. 5 Spiele haben wir am Start. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, guckt jetzt einfach durch. Natürlich steht das Ganze auch in der Infobox zum direkten Link, zum direkten Draufspringen. Aber Überraschung ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Auf jeden Fall natürlich auch diese Woche wieder ein ganz klares Spiel der Woche. Ein Eurogame, das sage ich schon mal. Und ansonsten, eine bunte Mischung von allem dabei und größtenteils auch Spiele, die uns gefallen haben. Das ist ja nicht immer das Schönste dabei. Ich trinke schon Kaffee und dann geht's los. Ja, das erste war Auktion am Montag. The Estates. The Estates von Simply Complex. Vor einiger Zeit veröffentlicht oder vor Jahren veröffentlicht. Als neue Heimat, Auktions- und Bauspiel, Bid and Build, da steht es ja auch drauf, von Klaus Zoch. Zoch Verlag ist, denke ich, den meisten ein Begriff, aber es ist ein Spiel, das ziemlich anders ist als das, was der Zoch Verlag so rausbringt, sage ich mal. In der Regel würde ich einfach mal so sagen. 2 bis 5 Spieler, wir waren zu dritt, hier steht 40 Minuten und es war mit erklären, aber ich denke mal, das ist aber eine realistische Zeit, denn wir haben danach auf jeden Fall noch ein zweites Spiel gespielt und das an einem Montag, das ist eigentlich eine ganz gute Leistung bei uns, sage ich mal. The Estates, also wie gesagt, wir bieten, es gibt, wir haben Grundstücke, auf denen gebaut wird und es gibt eben Bauwerke, auf denen gebaut wird. Es ist immer so, dass derjenige das erste Bauwerk einer Farbe baut, das erste Stockwerk einer Farbe baut, beziehungsweise die Auktion dafür gewinnt, dass der auch gleichzeitig Eigner dieser Firma in der Farbe ist. Das ist so ein bisschen so eine Art Aktiensystem, ganz abstrakt, aber so in der Art. Und man steigert sich dann Stockwerk für Stockwerk und irgendwann gibt es auch ein Dach drauf. Es gibt Flächen, auf denen darf nur ein Stockwerk gebaut werden, es gibt Flächen, da ist es egal. Das Gemeine allerdings ist, dass letztendlich gepunktet wird, nur für die Firma oder Company, deren Farbe oben ist. Na, das heißt, wenn ich jetzt Anteilseigner bin von Blau und Gelb und dann sind so 2, 3 Stoffwerke Blau und Gelb, die haben so eine Punktzahl von 1 bis 6 oder 5, ich bin nicht 100% sicher, und liefern mir eigentlich ganz gute Punkte, das wird alles zusammengezählt am Ende des Spiels. Und jetzt kommt irgendjemand und baut da ein rotes Teil drauf, dann kriegt der, wenn ihm rot gehört, alle Punkte für dieses Gebäude. Also echt eine böse Sache. Und hat am Anfang so ein bisschen das Gefühl, ist ja bei Auktionsspielen ganz oft so, gerade wenn das wirklich so doch ein bisschen ins Gemeine geht, dass man am Anfang ganz schwer, ein bisschen Schwierigkeit hat, das Ganze zu steuern und in Gang zu bringen, für sich, sage ich mal. Das ist aber eine reine Empfindungssache, ich glaube, vielleicht auch nur bei mir so, ich weiß es nicht, aber ich habe gerade bei Auktionsspielen immer so ein bisschen das Problem, das für mich zu lenken. Das kriege ich aber meistens so in der Hälfte des Spiels dann hin, wenn es mir das Spiel liegt, sage ich mal. Prince of the Renaissance zum Beispiel, da war es auch so. Es ist ja ein System, also ein Mechanismus, der nicht mehr so extrem häufig vertreten ist, dieses Bieten. Also es kommt immer wieder vor, aber so in den neuen Spielen ist es ja eigentlich eher so eine Oldschool-Sache, das die Auktion. Und aber eine Sache, die ich eigentlich erst in den letzten Jahren für mich als richtig gut entdeckt habe, aber auch eigentlich nur in der richtigen Gruppe, sage ich mal. Das ist ja auch schon eine schöne Form der Interaktion, ist eigentlich so in dem Spiel. The Estates ist dadurch, wie gesagt, auch ziemlich interaktiv. Hat einen ziemlich hohen Ärgerfaktor. Man kann Leuten dann, es gibt natürlich, diese Gebäude stehen nur in Reihen und so eine Reihe muss komplett sein. Sonst werden die ganzen Gebäude nicht gewertet, sondern sind automatisch Minuspunkte. Das ist auch das Gemeine. Also es gibt nicht nur keine Punkte, es gibt das Ganze ins Minus. Und man kann mit Baugenehmigungen diese Reihen erweitern oder auch verkleinern. Verkleinern ist natürlich schön, wenn man da schnell was dicht machen will, weil erweitern, kurz vor Schluss, miese Sache. Man kann den Bürgermeister in eine Reihe auktionieren und dann zählt er doppelt. Wenn dann allerdings diese Reihe nochmal durch eine Baugenehmigung erweitert wird, dann gibt es doppelte Minuspunkte und so weiter. Also da gibt es ein bisschen Kniffe drin. Es ist nicht schwer, aber man braucht so ein bisschen Übung, glaube ich, bei diesem Spiel. Nichtsdestotrotz hat es mich echt begeistert. Ich freue mich auf die nächste Runde. Es hat Spaß gemacht. Ich bin mir nicht sicher. 2 bis 5 steht drauf. Es gibt 2er-Regeln dafür. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Wir haben es mit Uwe gespielt und Uwe sagte, er kann sich nicht vorstellen, dass das funktioniert, das hat er schon öfter gespielt, dass das Spaß macht irgendwie. So, ne? Muss man vielleicht mal kurz ausprobieren, aber ich glaube, ich tendiere da auf jeden Fall zu Uwe. Zu dritt war es toll. Ich glaube, zu viert und fünft geht da nochmal echt die Post ab. Und ich hoffe, dass wir es vielleicht nächste Woche, es könnte sein, dass wir am Montag einigermaßen ausreichend Leute sind, um das Ganze nochmal in größerer Runde zu spielen. The Estates. Ein Schluck Kaffee. Und Spiel Nummer 2 kam dann direkt nach The Estates, Manitoba. Ist ja letzte Woche schon ein bisschen
Ja, was soll ich sagen? Also schon nicht so gut zu zweit angekommen. Zu dritt haben wir es dann gespielt. Es hat sich jetzt, sage ich mal, nicht wesentlich gebessert. Also vom Spaßfaktor her. Ne? Wir haben ja einen großen Meckerpunkt, den wir zum Beispiel letztes Mal hatten, neben dem, dass es halt irgendwie einfach ja sehr, sehr, ja, ich weiß nicht, also einfach nicht so richtig Spaß macht. Ne? Also schon so ein bisschen uns gelangweilt hat. Und jetzt zu dritt war es so, dass man gesagt hat, Mirko hat gesagt, es ist nicht broken. Ne? Das wäre halt so dann sein positiver Gedanke. Das funktioniert auch durchaus, aber es ist einfach so, es ist wirklich ein totales Durchschnittsspiel in meinen Augen. Und das ist schade eigentlich, denn es sieht gut aus. Das Thema, Herrgott, und auch jetzt, sage ich mal, dass es schlecht recherchiert ist mit dem Totem, das ging ja auch vor der Messe oder vor der Veröffentlichung rum, ist mir jetzt alles erstmal Wumms, weil es bei einem Eurogame eigentlich sowieso meistens nicht meine Tasse Tee. Sollte vielleicht nicht passieren, ist halt ärgerlich, aber sag jetzt einfach mal so nichts dazu. Härter würde ich das Ganze nicht bewerten. Aber das Spiel selber plätscherte irgendwie, auch zu dritt so vor sich hin. Wir werden es ja nachher live spielen und dann könnt ihr mal gucken. Vielleicht wird sich da für uns auch so das Ding ergeben. Was nicht drin war zu dritt, waren diese beiden Wertungskarten in der letzten Jahreszeit, die auf einmal dann 6 Punkte für den geben, der die größte zusammenhängende Fläche da auf dem Territorium hat, und 6 Punkte für den geben, der die meisten Leute da drin hat. Und Scully, und das hat das Spiel in meinen Augen aufgewertet, dass diese Karten nicht drankamen. Also ich weiß nicht, ob man die vielleicht vorher aussortiert, aber dann hat man auch keine Varianz mehr großartig. Ne? Also diese Karten, Scully, dann stelle ich halt hier hin, diese Karten nerven in diesem Spiel so dermaßen. Also das hat es wirklich, wir haben dann wirklich auch die Situation nochmal kurz durchdacht, im Herbst. Und so, und dann stellt euch vor, ne, jetzt kriegt ihr einer gerade 12 Punkte und einer kriegt 4 Punkte. Und dann ist das Spiel eigentlich gegessen in dem Moment. Und wäre es auch bei uns gewesen. Wir haben das durchgekaut, wäre keiner mehr rangekommen. Aber letzten Endes, ja, es ist leider ein totales Durchschnitts-Kennerspiel, sage ich mal. Kennerspiel würde ich schon sagen. Aber nicht so der Hit. Nicht so der Hit, ganz einfach. Schauen wir mal, was es nachher bringt. Vielleicht kickt es da nochmal durch, aber leider wenig spektakulär. So, jetzt kam ein Spiel, das sieht auch nicht, oder kommt ein Spiel, das sieht auch nicht spektakulär aus. Im Grunde sieht es aus, wie jedes Spiel, das sich ums Thema Rom dreht, abgesehen von Wargames. Und wo man auch beim Lesen der Regeln denkt, okay, das ist alles so ja, relativ klassisch, fällt. Ist jetzt nicht so der mega neue Mechanismus drin, was es aber auch gar nicht immer sein muss, sag ich mal. Wenn das Spiel zündet, dann zündet's. Und das ist, das hat vor und drei Jahren. Wir haben zu viert gespielt. Erstes Spiel. Jochen hat es, glaube ich, schon mal so solo simuliert, aber ansonsten hat es jeder am Tisch noch nie vor sich gehabt. Und es ist eigentlich bei allen echt gut angekommen, so dass wir es also beim nächsten Mal, ich hoffe, vielleicht schon beim nächsten Donnerstag oder so, auf jeden Fall wird es in Kürze wieder auf den Tisch kommen. Auch Ellie ist, glaube ich, jabbelig drauf, oder? Vor und drei Jahren? Ja, ne? Gute Sache. Und es ist wirklich mein Spiel der Woche. Es hat mir am meisten Spaß gemacht von allem, was ich in dieser Woche gespielt habe. Das hat mich wirklich umgehauen. Ich habe also nicht so wahnsinnig viel erwartet, das gebe ich zu. Aber dass das auch hier wieder so toll verzahnt, so tolle Mechanismen, auch dieses Weggeben dieser Bürgerplättchen und eventuell Nutzen des fremden Bürgerplättchens. Also letztendlich ist es ja so, wir haben hier so eine zufällige Auslage mit diesen verdeckten Bürgerplättchen. Es werden Karten aufgedeckt in jeder Runde. Die Karten bestimmen, aus welcher Reihe und Spalte ich was nehmen kann an Bürgerplättchen. Und dann suche ich mir da zufällig eins aus. Das heißt, ich habe eine unheimliche Varianz drin, habe aber natürlich auch einen Zufallsmechanismus. So, aber diese Wertigkeiten, die Bürgerplättchen letztendlich bringen, sind eigentlich so weit nah beieinander, dass man immer eigentlich was Gutes damit machen kann, sage ich mal. Man muss halt gucken, wenn man sich auf so eine Sache eingeschossen hat, ist natürlich schön, wenn bestimmte Sachen aufgehen. Es geht nicht immer auf. Okay, das kann man haben, aber es gibt eben auch gute Möglichkeiten, durch Kombinationen und sowas einfach Sachen nochmal nachzudonnern, um dann letztendlich doch wieder ganz gut an den Start zu kommen. Und insofern ist es schon daher ein typischer Fail. Ne? Es kommen von hier Punkte, von da Punkte. Und man ist nicht so wahnsinnig weit auseinander. Das fand ich auch, also zumindest die Führungsspitze. Wir hatten so ein Dreierfeld, das relativ nah beieinander war. Einer war abgeschlagen. So ein bisschen, da waren wir uns auch noch nicht sicher, woher das kam. Aber ansonsten habe ich hier immer eine Menge zu tun. Auch trotz dieses Zufallsfaktors gibt es eine Menge Optionen, viel zu durchdenken, viel zu machen. Natürlich auch kann man ja auch eine Menge rechnen, man kann auch viel grübeln, das Ganze kann auch eine große Downtime nach sich ziehen, aber es ist ein Spiel, das mich zu jeder Zeit an dem Abend
wirklich gepackt, total unterhalten hat. Und ich freue mich auf die nächste Partie. Forum Traianum, Ersteindruck ist echt sehr gut, muss ich sagen. Ja, dann kam ein Spiel, da habe ich einen Ersteindruck schon gehabt. Das ist also jetzt praktisch der Zweiteindruck. Allerdings das erste Mal nicht solitär. Und solitär sind bei mir ja meistens Wargames. Das ist dieses Mal auch. Nämlich The Dark Sands von GMT. Und es war klasse. Ich habe es mit Kai aus Aachen gespielt. Hi an der Stelle. Und wir hatten echt wirklich eine Menge gute, sag ich mal so, gute Wargame-Erfahrung einfach bei dem Spiel. Das ist ein ganz, ganz, ganz klassisches Ding, das hat letztes Mal ja schon gesagt. Es ist Chitpull, es ist Hex-Encounter, ich schiebe meine Counter über das Feld. Ich habe so einen unterschiedlichen Maßstab auf den einzelnen Karten, das muss man so ein bisschen bedenken. Ne? Einfach um diese auseinandergezogene afrikanische Küste, Nordküste da oben einfach zu zeigen, sind die East und West Maps sind einen anderen Maßstab als die Center Map, wo dann letztendlich dadurch das Tobruk da liegt und auch sag mal die meiste Action stattfindet und auch gerade das Szenario, das wir gespielt haben, das zweite Sunflower, das war so praktisch die Offensive der Wehrmacht um die Engländer, so wie es historisch war letztendlich bis nach Ägypten fast zurückzudrängen aus Libyen raus. Es hat nicht geklappt, das muss man auf jeden Fall sagen. Die Deutschen haben es nicht hingekriegt. Und dieses Chitpull-System ist auch so, Chitpull hat ja seine Tücken, sage ich mal, dass Chitpull so eine Unwucht reinbringen kann. Chitpull simuliert auf Dauer, finde ich gut, dieses Chaos, das da herrscht, aber gleichzeitig kann Chitpull halt eben auch eine Unwucht reinbringen. Hier ist es so geregelt, dass man eben pro Runde, in der Regel sind das so um die 10 Chips, die da gezogen werden, plus minus, eine Seite darf nie öfter als zweimal miteinander dran sein mit Move oder Combat. Und man darf auch nicht öfter als zweimal angreifen, zum Beispiel in der Runde. Ja? Das ist dann, man ist da so ein bisschen limitiert, will ich das gar nicht nennen, das klingt gleich so negativ. Begrenzt einfach in seinen Aktionen, die man da hat, um einfach nicht zusammen, den Gegner zusammen zu schießen, bevor er das erste Mal dran ist. Das ist ja letztendlich auch eine gute Sache. Ne? Man muss da so ein bisschen, sage ich mal, so eine kleine Spielergerechtigkeit walten lassen. Na, dass diese historischen leichten Unwuchten kommen allein schon, sage ich mal, durch die Szenarien auch, Szenario aufbauen. Na, das ist also, dass zum Beispiel die Wehrmacht einfach so ein bisschen besser ist, was die Panzerreparatur angeht. Und dadurch trotzdem sind, dafür sind ja die Engländer mit der Infanterie, die haben diese Infanteriedoktrin und so. Da gibt es also ganz viele kleine Regeln, aber letztendlich ist man trotz dieser kleinen Regeln, wenn ich gerade gesprochen habe, es sind gar nicht so viele, es ist vielleicht eine Handvoll, schnell drin im System. Und wenn das dann erstmal läuft, das Ganze, dann läuft das auch. Also wenn man weiß, welcher Chip was macht, wie die Runde abläuft, dann ist, sage ich mal, so ein Szenario locker an einem Abend oder vielleicht sogar kriegt man zwei kurze Szenarios an einem Abend hin, wenn man so, sag ich mal, so zeitig anfängt, vielleicht so bis eins Zeit hat nachts, würde ich sagen, könnte man vielleicht auch zwei Szenarien schaffen. Wir haben letztendlich, weil es das erste Mal war, dieses Sunflower-Szenario, das ist Szenario Nummer 2, nur gespielt und eben kein anderes, aber hatten dabei wirklich gute Unterhaltung. Das muss man einfach wirklich sagen. Und dementsprechend The Dark Sands. Wer wirklich Lust hat, sich ein aktuelles Cosium zu kaufen, und dieses aktuelle Cosium sollte aber vielleicht total klassisch sein, dem kann ich The Dark Sands nur empfehlen. Auch gleichzeitig das, meine ich, erste Nordafrika-Ding, das ich gespielt habe. Und ich muss sagen, ist gut. Live sind wir noch am Überlegen, wie wir das machen. Ob ich das zu zweit mache oder solitär, geht ja bei Chitpull sehr gut. Aber diese Karte, ja, also wie wir das, also es muss ja letztendlich in die Kamera dann auch noch erkennbar sein. Oder man schwenkt während des Spieles, und das ist natürlich auch für mich schon wieder heftig, während des Spieles Kameraschwenks zu machen. Mit meiner limitierten Technikbegabung. Aber wir gucken mal, wie das so funktioniert. Ein Spiel habe ich noch, aber ich brauche noch Kaffee. Und ein Spiel, das wir auch schon oft hier hatten. Und das zweite DLP-Spiel ist an diesem Abend, oder gestern Abend gewesen ist, das wir auf dem Tisch hatten, und das zweite DLP-Spiel jetzt hier heute in der Sendung dementsprechend, Valparaiso. Und daran seht ihr, ich habe es mit Ellie jetzt endlich zu zweit gespielt, und gleichzeitig bedeutet das, dass dieses eines der nächsten Spiele in den Livestreams werden wird. Heute ist es ja noch Manitoba, Valparaiso dann also dementsprechend wahrscheinlich dann beim übernächsten Mal, wenn wir das nächste Mal mitrechnen. Luis und Stefan Malz, ein Spiel für 2 bis 5, und ich hatte immer gesagt, aufgrund dieses dieser vielen Interaktion, die herrscht, und aufgrund dieses Programmiermechanismus bin ich ein bisschen skeptisch, ob das zu zweit so toll ist. Und ich sage vorweg, es ist nicht so toll wie zu dritt, viert oder fünft. Ja, jetzt sagen wir zu viert oder zu fünft. Aber weil da ist wirklich noch mehr einfach los.
Aber es hat Spaß gemacht, sage ich ganz einfach. Also es ist nicht so, dass es, oder was sagst du? Es ist nicht so, dass es keinen Spaß gemacht hat bei Paraiso. Ne, was, oder wie würdest du das, bezeichnen? Ja, erste Partie. Erste Partie ist immer so eine Sache, ne? Aber letztendlich, es macht Spaß. Ich mag diese Aktionsplanung, ich mag dieses Abwarten der Aktion, ich mag gucken, wenn die Aktion aufgedeckt wird. Bei zwei Spielen ist es natürlich so, dass man sich nur auf den einen konzentrieren muss und sagen, aha, okay, so ist es. Und dann kann man seine unter Umständen mit Geld nochmal anpassen, wenn es nötig ist. Aber ich finde, das ist eine Sache, diese Reihenfolge dann später im Spiel nochmal anzupassen, das hat ganz wenig genutzt. Also bisher, überhaupt in allen Spielen. Ich habe es jetzt wirklich einige Mal auf dem Tisch gehabt. Nichtsdestotrotz ist es ein Spiel, das mich nach wie vor wirklich anspricht. Also es macht Spaß. Es ist für mich jetzt nicht so hoch anzusiedeln, also im Spaßfaktor wie Forum Trajanum, aber nicht weit drunter. Das ist auf jeden Fall für mich ein Euro, das ich jederzeit spiele, das ich gerne behalten möchte und das ich hoffe, auch öfter noch zu spielen. Und also mindestens einmal auf jeden Fall noch, und dann kommt die Rezension und also, ja, das ist ein echt gutes Spiel, kann man nicht anders sagen. Also der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Eindruck, nichts hat sich geändert, nur dass eben zu zweit, ich glaube, nicht die ideale Spielerzahl sehe, aber es auch keine Katastrophe ist, es zu zweit zu spielen. Definitiv nicht. Also es gibt Spiele, die funktionieren zu zweit deutlich weniger gut. Und dementsprechend, sage ich mal, wenn man da so ein bisschen belastbar ist, kann man auch zu zweit Valparaiso spielen. Zu dritt und zu viert und zu fünft ist es dann aber ein echt anderen Schnack, muss man wirklich sagen. Und da wird es dann auch noch spannender. Und man muss halt gucken, die Interaktion, die da herrscht auf dem Spielfeld, ob man das mag, sage ich mal. Ne? Das ist, denn man kann das Ganze, wenn man möchte, sehr böse spielen, da man da zum Beispiel seine Händler streuen kann und über eine Handelsaktion ausführen kann, wenn man genug Händler hat. So, die sind ja relativ, durch Bewegung relativ flexibel, dann sind die relativ flexibel, dass die durch die Handelskarte auch über so einen Handel auslösen können. Wenn ich jetzt aber dann zusehe, ja, oh, ich bin Erster, und ich zerschieße einfach mal allen den Handel. Na, das könnte theoretisch passieren. Also man bringt sich irgendwo in Stellung, stellt sich auf dieses Handelsfeld und sagt, okay, hier bin ich jetzt dran und werde da meine drei weißen Steine nachher in Siegpunkte umwandeln, weil dieses Feld da gerade so liegt, dieser Handelsstreifen da gerade so liegt. So, jetzt kommt einer und sagt, ja, ich habe gar keine weißen Würfel. Das heißt, den hat man vielleicht noch nicht mal so richtig eingeplant, dass der da auch irgendwie Konkurrenz werden könnte. Der kann aber hingehen und sagen, okay, ich löse jetzt den Handel aus. Zahle meinetwegen diese 3 Pesos an dich, weil du da auch stehst mit 3 Leuten. Aber ja, ist mir wurscht. Aber der Handel ist weg, du kriegst keine Siegpunkte. Das ist eine Sache, da kommt nicht jeder mit klar. Das ist eine Art von Interaktion, auf die, glaube ich, nicht jeder Lust hat. Das Spiel bietet diese Optionen einfach so. Da muss man sich im Klaren sein. Und ich mag sowas ab und an. Was heißt ab und an? Ich mag schon Interaktionen spielen. Ich mag auch, wenn Interaktion böse ist, ohne einem komplett alles kaputt zu machen. So, das ist, aber hier kann es schon sein, dass man nicht ins Jenseits zurückgedonnert wird, aber es kann schon wehtun. So würde ich es einfach nennen. Nichtsdestotrotz hat es mir hier immer gefallen, weil gleichzeitig ist man ja, ist ja 18 Punkte, da ist das Ziel, da ist das Spiel zu Ende, ist ja 18 Punkte letztendlich auch bei 3 Punkten, kann man sich vorstellen, dass 18 Punkte, ne, dass 3 Punkte relativ viel ist. Und dass man aber gleichzeitig auch genauso, man muss 2 Züge ausgeben, um jemanden im Handel zu zerschroten, den Handel, ne, wenn das so, wenn man das wirklich plant. Dann, man kann also in diesen beiden Runden, wo man wirklich dann nur destruktiv agiert, keine Punkte für sich machen. Das muss man halt auch bedenken. Ne? Und dementsprechend gleicht sich das wieder aus. Also ich glaube nicht, dass das reine Haustech und ich mache dir alles kaputt Partien, dass die einfach viel bringen in dem Spiel. Das glaube ich tatsächlich nicht ist. Aber man muss wissen, es bietet diese Möglichkeit. Ja, das war die Woche. Wie war eure Woche? Was sagt ihr zu solcher Art von Interaktion wie bei Valparaiso? Sagt ihr da, um Gottes Willen, mögt ihr nicht? Und würdet ihr nicht spielen? Ist ja, sag ich mal, so bei Eurogames immer so eine Diskussionsfrage. Ne? Die einen sagen, die haben alle viel zu wenig Interaktion, die anderen sagen, ja, aber so, ne? Und dementsprechend, ich mag sowohl das eine als auch das andere. Ich bin halt auch Euro-Fan, ne? Das muss ich ganz klar so sagen. Seht ihr Manitoba, seht ihr das komplett anders? Auch da interessiert mich echt mal Meinung. Vielleicht bin ich da total auf dem Holzweg und erzähle da nur Schluss. Forum Trajanum, was sagt ihr zum neuen Feld? Was sagt ihr zu The Estates, Dark Sands, die Wargame-Fraktion? Haut raus und vor allen Dingen, was habt ihr gespielt? Das, wie immer, total interessant für mich und oftmals, ich schreibe das ja ganz oft dann darunter, erinnert mich das dann halt auch schmerzlich daran, musste mal aus dem Schrank holen, um das endlich auch mal zu spielen. Und ja, da wächst es dann. In diesem Sinne, das war's. Ich trinke meinen Kaffee aus. Wünsche euch einen schönen Sonntag. Vielleicht sehen wir uns noch wieder.
nachher, würde mich freuen. Schön, dass du auch bald zu Tisch wieder zu sagen. Vielleicht sehen wir uns nachher wieder. Also das habe ich ja letzten Wochen gar nicht gesagt, weil wir nicht sonntags gestreamt haben. Heute geht's wieder los. In diesem Sinne, macht es gut, schönen Sonntag, bis dahin, genießt das Wetter. Wir sehen uns am Nachmittag und tschüss. Danke.